Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das wird eine Art Aufzählung meiner Käufe von VHS-Kassetten, die ich mir jetzt die letzten Wochen gegönnt habe. Starten tun wir mit meiner Bestellung von dem Film Retro Shop. Den werde ich auch unten mal verlinken. Und da, die hatten jetzt 50% Sale. Und da konnte man jede VHS für, glaube ich, also kurz für die Hälfte des Preises bekommen und die haben halt meistens dann 2,50 € gekostet. Genau. Ist vielleicht jetzt nicht total günstig, aber für einige Filme, die dabei waren, eigentlich ein sehr guter Preis, wenn man dann wieder auf eBay schaut, was die denn sonst wert sind. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Genau, ein relativ gemischt, aber größtenteils schon mehr Richtung Science Fiction, was ich habe. Das ist der Film Coma. Ich glaube von Michael Crichton, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, steht der hier drauf. Ah doch, ja, genau. Drehbuch, Regie, Michael Crichton. Genau, das ist der Typ, der Jurassic Park geschrieben hat. Also das ist, den Roman und Westworld. Ah, Musik Jerry Goldsmith. Sehr geil. Genau, den Film wollte ich mir schon mal angucken. Und den habe ich dann auch zufällig gesehen. Dachte mir, ja, komm, mit. Und ich kaufe auch sehr gerne VHSen wegen dem Cover, weil ich die einfach teilweise so schön finde. Und gerade heutzutage, wo in Blu-ray-Zeiten, werden die Cover, finde ich, immer hässlicher. Und es ist einfach irgendwie schön, halt so solche Cover halt einfach mal zu sehen, finde ich. Hier drin noch mit dem MGM-Logo. Und hier dann der Film. Coma. Ich glaube aus den 70ern. Nächster Film ist Terror aus dem Weltall. Sie kamen aus dem Nichts. Genau, auch wieder. Geiler Science-Fiction-Streifen, hoffe ich mal. Genau, auch noch eine ganz coole Perle. Superman 4. Genau, ist ja, glaube ich, der schlechteste von allen Teilen, aber von Canon. Und dachte ich mir, auf VHS muss der auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis sein. Als man den sich jetzt auf Blu-ray kauft. Und gerade weil er halt so schlecht ist. Ich hätte ihn nur früher mal, glaube ich, im Fernsehen gesehen, soweit ich mich erinnern kann. Den muss ich mir echt mal geben. Ich glaube, könnte echt eine coole Sache sein. Jetzt kommt ein ganz besonderer Film, die Evox. Genau, hier habe ich quasi recht günstig gefunden. Also auch für, ich glaube, 15 €. Klingt das natürlich sehr viel, wenn man jetzt bedenkt, dass es nur eine VHS ist. Aber wenn du bei eBay guckst, dann merkt man, dass dieser Titel, das ist der erste Teil von den Evox-Spin-Offs, dass die für teilweise 20, 30 € weggehen. Und genau, ich dachte mir, bekommen wir 15 €, ich würde den schon mal haben. Und den gibt es halt so eigentlich nicht. Also den gibt es, glaube ich, doch auf Blu-ray, auch in Deutsch, aber soweit ich mich informiert habe, in einer anderen Synchronfassung. Und da hier ist, glaube ich, die einzige Veröffentlichung mit der Original-Synchronfassung. Genau. Und auch in so einer schönen großen Box, die finde ich auch mal sehr schön. So, dann ist das der Biohazard. Auch etwas, was ich mir eigentlich wegen des Titels gekauft habe, und weil die Bilder hinten eigentlich auch wieder sehr cool aussahen und sehr viel versprechen. Einfach geil, Horror, Trash, Science Fiction. Könnte richtig cool sein, glaube ich. Leviathan, oder wie der heißt. Den gibt es auch auf Blu-ray. Den habe ich mir auch. Würde ich mir schon das eine oder das andere Mal kaufen. Aber ich habe dann irgendwie nie, weil man kauft dann immer so viel und denkt sich immer, ah nee, komm, jetzt reicht's. Und ich dachte mir einfach, wegen dem, das ist so ein schönes Cover. Das kann man sich einfach auch nur hinstellen, das reicht auch schon. Genau deswegen. Genau, Bio Ninja. Ich finde die auch so geil, so alte Ninja-Filme sind ja auch mal voll geil, weil die meistens auch mal recht trashig sind. Und High Quality. Da bin ich auch mal gespannt. Und ich finde da solche Filme, das macht einfach nochmal besonders Spaß, wenn man die auf so Videokassetten anguckt. Klar gibt es die oftmals sogar auf YouTube kostenlos. Oder man kann die teilweise auch auf Blu-ray kaufen, einige von denen. Aber ich finde, es hat immer noch so einen gewissen Flair, wenn man das einfach. Genau, Red Sonja. Den habe ich auch noch nie gesehen und ich fand das Cover auch einfach cool. Also gerade der Schriftzug.
Und hier das Artwork mit Arnie und Brigitte Nielsen, glaube ich. Ah, da steht sogar drauf, genau. Und es ist kein besonderes Sammelexemplar, glaube ich. Genau, von Canon. Und genau hier Deep Star 6. Das fand ich auch cool, das Cover. Und ich glaube, der könnte auch sehr interessant sein. Auch wieder was mit Monstern. Sehr geil. Und hier einer gegen das Imperium. Ding ist auch Blu-ray ganz, ich glaube auch ganz günstig. Ich glaube oftmals auch in so Doppelpacks mit anderen Filmen. Aber ich fand einfach das allgemein. Ich finde einfach, gewisse Filme haben einfach so einen besonderen Mehrwert, wenn man sie auf VHS guckt. Oder auch einfach dieses schöne Cover, auch dieses große, vollgefüllte Cover. Das hast du halt bei Blu-rays einfach heutzutage nicht mehr. Das finde ich halt so schade. Und einfach schön. Dann Mootronics. Ich glaube, der war mit Mark Hamill, glaube ich sogar. Genau, deshalb habe ich ihn mir mitgenommen. Das könnte richtig geil sein, glaube ich. Und genau, Mark Hamill. Boah, krass. Das wird auch ein Spaß. Und der letzte Film, erstmal von meiner Retro-Bestellung, von Retro-Filmen, ist Angriff der 20-Meter-Frau. Genau. Den kann ich auch, habe ich mal früher im Fernsehen gesehen. Und ich würde eigentlich ganz gerne das Original aus den 50ern noch sehen, aber den gibt es nirgendwo zu kaufen. Nicht mal auf VHS oder so. Krass. Genau, also einen Film habe ich noch gekauft, aber den zeige ich jetzt nicht, weil das ein Geschenk werden soll. Genau. So, das war jetzt ein ganz kleiner Ausflug in meine Bestellung vom Retro-Film-Shop. Ich habe noch ein paar andere Raufen vom Flohmarkt und auch von anderen Bestellungen, obwohl ich kann auch das eine zeigen. Quasi meine Online-Bestellung bei eBay. Night Beast. Sieht auch so Hammer aus. Geil aus. Dann auch das Grabmal der Shaolin. Ich habe teilweise bei den Filmen habe ich mir, glaube ich, immer die Trailer angeschaut bei YouTube und habe dann entschieden, ob ich mir den hole oder nicht. Wenn die halt irgendwie einfach unterhaltsam aussahen. Und das waren teilweise, ich glaube, für 1 Euro habe ich den. Ich glaube, die habe ich für 1 Euro, glaube ich. Genau, die habe ich schon ein bisschen länger. Mysterious Planet. Das sind auch so Stop-Motion-Effekte. Der soll sich ein bisschen ziehen, aber ich fand halt die Ausschnitte sehr cool, die ich gesehen habe. Und ist auch sehr schön, schönes Cover, finde ich. Dann Ninja Invasion. Auch wieder. Genau, das war's. Das war's aber jetzt wirklich. Genau. So, mal sehen, mal hinlegen. Ja. Genau, das waren jetzt quasi meine Online-Käufe und ich habe halt noch, ich war jetzt schon ein paar Mal auf dem Flohmarkt mit dem Chris Plays for You und da habe ich auch schon einige coole Perlen entdeckt. Und genau, wenn ihr Interesse habt, dann kann ich darüber auch noch ein Video machen. Ich würde einfach mal gucken, ob da generell vielleicht ein bisschen Bedarf steht und die Leute Bock haben, das anzugucken. Und auch irgendwie hatte ich Lust, mal das zu zeigen, was ich hier so alles gekauft habe. Genau, super. Dann noch einen schönen Tag. Ciao.